Offiziell wissen wir eigentlich noch nichts über die 13. Erweiterung, da diese erst heute Abend vorgestellt wird. Aber nur offiziell, denn auf einer Website sind bereits viele wichtige Infos zum Pack und erste Bilder aufgetaucht. Alles dazu jetzt! Bevor es losgeht, ganz kurz. Die neue Zusammenwachsen-Erweiterung wird demnächst auf Instant Gaming bereitstehen. Den Link findet ihr dann in der Beschreibung. Jetzt aber mehr zum Pack. Das The Sims 4 Zusammenwachsen-Erweiterungspack wird bald für The Sims 4 bereitstehen und bringt unter anderem Fahrräder für Kinder, die Midlife-Crisis für Sims, soziale Dynamiken, Babytragetaschen für den Rücken und vieles mehr. Ich habe euch mal die wichtigsten Informationen aus der offiziellen Produktbeschreibung zusammengetragen. Die Art und Weise, wie deine Sims Beziehungen zu anderen Sims aufbauen, ist nun facettenreicher und tiefgründiger. Sowohl geplante Ereignisse wie Pyjama-Partys als auch unerwartete Meilensteine wie eine Midlife-Crisis prägen deine Sims und ihre Beziehungen. Schalte Persönlichkeitsmerkmale frei und ändere sie, wenn deine Sims im Laufe ihres Lebens eine Midlife-Crisis durchmachen, Familienmitglieder bei sich einziehen lassen und mehr. Dein Sim besitzt jetzt Präferenzen, die bestimmen, mit welchen Sims er kompatibel ist und aus welchen Begegnungen Feindschaften entstehen können. Wenn Sims gemeinsam durchs Leben gehen, werden sie sowohl dramatische als auch vereinende Momente erleben, die sich auf die Familiendynamik und die Beziehung der Familienmitglieder auswirken. Und auch ein Satz zu San Sequoia wird in der Beschreibung verloren. Das an einer Meeresbucht gelegene San Sequoia war einst ein kleines Fischerdorf, das sich im Laufe der Zeit zu einer lebendigen Stadt entwickelt hat. Hier findest du ruhige Vororte, ein belebtes Erholungszentrum, eine eng verbundene Gemeinschaft und eine einflussreiche Familie, die Rob Leases. Auf dem ebenfalls geleakten Screenshot kann man die neue Welt mitsamt ein paar eindrucksvollen Details erkennen. Die Sims-Kinder beobachten Vögel, wohl ein neues Feature. Der erwachsene Sims trinkt aus einer Wasserflasche und das Sims-Kind ist hinten an den Rücken geschnallt. Der Sim hat ebenfalls große Muttermale am Arm. Wann genau die Erweiterung erscheinen wird, ist derzeit noch unklar. Alle Informationen dazu erhalten wir aber wohl heute Abend. Abonniert gerne meinen Kanal, um keine Infos mehr zu verpassen. Was denkt ihr über die 13. Erweiterung für The Sims 4? Freut ihr euch auf den Trailer heute Abend? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.